Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der digitalen Bürgersprechstunde. Heute zu Gast Marco Wanderwitz von der CDU. Hallo. Hallo. Bevor ich Herrn Wanderwitz frage, was er eigentlich im Deutschen Bundestag den ganzen Tag so treibt und für welchen Wahlkreis er dort sitzt, noch kurz der Hinweis an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie mitmachen möchten und bislang noch keine Frage auf unserer Internetseite gestellt haben, holen Sie das gerne nach. Steuern Sie an www.digitale-bürgersprechstunde.de. Da gibt es ein Frageformular zu diesem Hangout. Wenn Sie dort Ihre Nachricht bzw. Ihre Frage eintippen, dann sehen wir das hier und wir versuchen noch über Ihr Thema zu diskutieren. Außerdem, und darüber freue ich mich ganz besonders, haben wir heute zwei Medienpartner mit im Hangout. Zum einen ist das der Chefredakteur des Wochenspiegel Stolberg Erzgebirge, Sven Günther. Hallo. Hallo. Hallo, Herr Günther. Schön, dass Sie dabei sind. Außerdem eine Kollegin von Herrn Günther, nämlich Cindy Hase. Sie ist Chefredakteurin vom Wochenendspiegel Zwickau Chemnitzer Land. Hallo, Frau Hase. Guten Tag. Ja, super, auch dass Sie dabei sind. Ja, ich habe es gesagt, Herr Wanderwitz, wir haben es jetzt von den Medienpartnern entnommen. Chemnitz, das ist die Gegend, wo Sie aktiv sind. Welcher Wahlkreis ist es genau? Der Wahlkreis hat den etwas fantasievollen Namen Chemnitzer Umland Erzgebirgskreis 2. Das hat einfach damit zu tun, dass er über drei Landkreise insgesamt streicht. Und es ist so das Umland westlich, südwestlich, nordwestlich der kreisfreien Stadt Chemnitz. Und wenn Sie nicht im Wahlkreis unterwegs sind, dann sind Sie hier in Berlin im Bundestag. Welche Themen treiben Sie derzeit um oder beziehungsweise in welchen Ausschüssen sitzen Sie? Na, zum einen ist es natürlich so, dass jeder von uns erstmal der Interessenvertreter für all die Themen ist, die seine Heimatregion oder ihre Heimatregion berühren. Also sprich, jeder von uns ist im Zweifel für alles zuständig, was die Menschen betrifft. Aber jeder von uns ist natürlich auch Fachpolitiker. Ich bin für meine Fraktion Sprecher im Bereich für Kultur und Medien. Also sprich, ich leite die Arbeitsgruppe Kultur und Medien der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Bin also Mitglied in diesem Ausschuss und daneben noch ordentliches Mitglied im Rechtsausschuss, was sich anbietet, wenn man Jurist ist. Ja, und was stand da heute zum Beispiel auf Ihrer Tagesordnung? Was haben Sie heute schon gemacht? Wir haben heute unter anderem uns im Kulturausschuss mit dem Thema Kulturgutschutz befasst, einen Sachstandsbericht unserer Staatsministerin bekommen, da ist gerade Gesetzgebung am Anlaufen, regierungsseitig. Und dann haben wir uns heute mit Kollegen des Kulturausschusses des polnischen Sejm besprochen, die haben uns also besucht, weil natürlich mit unseren Nachbarländern wir versuchen, eng zusammenzuarbeiten, unter anderem auch in Europa gemeinsam aufzutreten. Bevor wir zu den Themen kommen, die Sie uns auf die Webseite geschrieben haben, da geht es nämlich ganz viel um Medienpolitik oder Kulturpolitik, schon mal die erste Schalte zu Herrn Günther, nämlich Sie haben auch Fragen gesammelt und können uns vielleicht schon mal sagen, was Ihre Leserinnen und Leser so interessiert. Ja, in total. Haben wir auch morgen gesagt, das erste Thema, was wir als Ausgabe des beziehungsweise öffentlichen Petition, die als Berlin eingereicht hat, im Kreis hat. Herr Günther, ich muss Sie kurz unterbrechen, weil wir haben gerade so ein paar technische Probleme. Also die Leitung, die war eben noch sehr gut, gerade ist ein bisschen schlechter. Deswegen würde ich vorschlagen, ich stelle gerade noch mal eine Frage, die uns erreicht hat, und dann probieren wir es einfach noch mal. Okay. Eigentlich war die Leitung eben immer ganz passabel. Vielleicht haben wir gleich Glück. Ja, Herr Wanderwitz, ich habe es gesagt, wir haben Fragen zu Medien- und Kulturpolitik bekommen. Da gibt es Markus Niebel, der hat uns geschrieben, lieber Herr Wanderwitz, warum bezahlen die öffentlich-rechtlichen Sender so viel Geld, um Leute von den privaten Sendern abzuwerben, also zum Beispiel Herrn Rauch oder den Starkoch Rach? Meistens geht das maximal ein Jahr gut und dann sind sie schon wieder weg. Wäre es nicht besser, einfach junge, aufstrebenden Journalisten oder Moderatoren eine Chance zu geben und sie in solche Formate zu stecken? Im Endeffekt ist es, wer den Sonntagstalk macht. Ist das was, was so ein Kulturpolitiker wie Sie umtreibt im Bundestag? Es ist zumindest ein Thema, von dem mir bewusst ist, dass es die Menschen regelmäßig beschäftigt, auch beispielsweise solche Themen wie, muss es denn sein, dass die Champions League im Öffentlich-Rechtlichen übertragen wird, die auch viel Geld für Sportrechte kostet. Nun haben wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das heißt aber nicht, dass wir Staatsrundfunk haben, sondern das heißt, dass wir Rundfunkfernsehen haben,
der über Abgaben finanziert wird von den Bürgerinnen und Bürgern, aber gleichwohl eine Staatsferne hat, sodass wir als Politiker uns zum einen mit öffentlichen Ratschlägen versuchen zurückzuhalten und zum anderen auch generell mit Ratschlägen. Einige von uns sitzen in den Gremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Politik ist dort in der Minderheit, sind viele andere gesellschaftliche Gruppen dort. Dort werden solche Themen natürlich diskutiert, insbesondere dann, wenn es die spektakulären Fälle gibt, wo man in der Tat die Frage stellen kann, muss das in jedem Falle sein? Allerdings haben die Intendanten und die Gremien das doch in den meisten Fällen recht gut abgewogen. Es geht natürlich auch um eine gewisse Attraktivität des Programms. Formate bestehen nicht nur aus Inhalten, sondern auch aus der Verpackung darum herum. Das ist ein Dauerthema, wo ich aber glaube, dass die Öffentlich-Rechtlichen das doch so schlecht nicht lösen. Gleichwohl sind das natürlich Fragen, die berechtigterweise immer mal wieder gestellt werden. Das heißt, so im Ausschuss selber diskutieren Sie oder beschließen Sie nicht die Nachfolge von Herrn Jauch? Nein, das machen wir nicht. Wir sind als Bundestagsausschuss, als Bund, mit einem öffentlich-rechtlichen Sender in besonderer Weise befasst. Das ist die Deutsche Welle, das ist unser Auslandrundfunk. Der ist auch anders aufgestellt. Der wird nämlich nicht aus Abgaben bezahlt oder unterhalten, sondern aus Steuermitteln. Aber auch dort gilt diese Grundstruktur. Also sprich, das sind Entscheidungen, die innerhalb des Senders getroffen werden und dann natürlich kontrolliert werden. Aber ansonsten ist das die Entscheidungshoheit derer, die Fernsehen und Rundfunk machen und nicht der Politik. Alexander F. fragt, als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Kultur und Medien sind Sie quasi vom Fach. Woran liegt es, dass Sie zwar einen Twitter, aber keinen Facebook-Account haben? Immerhin sind ja mehr Bundesbürger auf Facebook aktiv. Sie haben sich für Twitter entschieden. Ja, ich glaube, das sind auch vielfach persönliche Entscheidungen, die Politiker damit verbinden. Ich für meinen Teil habe die Entscheidung relativ bewusst getroffen. Ich habe irgendwann gesagt, neben den klassischen Informationskanälen, neben einer eigenen Homepage, wollte ich auch ein soziales Netzwerk nutzen. Habe mich dann für Twitter entschieden, unter anderem, weil ich die Zeichenbeschränkungen interessant fand und interessant finde. Man muss dort sehr knackig formulieren. Und zum anderen sind es zwar sicherlich beides Unternehmen, die aus dem amerikanischen Bereich kommen, aber ich tue mir das eher aus der rechtspolitischen Seite heraus mit all dem, was rund um das Thema Datenschutz und Selbstverständnis in diesem Bereich ist bei Facebook wesentlich schwerer als bei Twitter, was also das Unternehmen betrifft. Ich schaue gerade vor mich auf den Monitor und würde sagen, wir probieren es nochmal bei Herrn Günther. Hallo. So, legen Sie mal los. Wir schauen, ob es mit der Verbindung jetzt besser klappt. Ich probiere es mal. Also wir haben ja dort einige Fragen gesammelt. Die erste bezieht sich auf ein Thema, was in der aktuellen Ausgabe des Wochenspiegel im Erzgebirge veröffentlichen. Eine Petition, die aus dem Erzgebirgskreis nach Berlin geht, von der Kreishandwerkerschaft, die das Insolvenzrecht, also genau genommen § 133, betrifft. Herr Wanderwitz, Sie als Jurist, können Sie dazu was sagen, wie die Problematik da ist, ob es da Möglichkeiten gibt, was zu tun? Also zum einen habe ich den Bericht gelesen, zum anderen ist das Thema relativ aktuell, wenngleich es nicht ganz neu ist. Wir haben die Situation, dass eine ganze Menge von Unternehmern große Probleme damit haben, wenn einer ihrer Geschäftspartner im Insolvenzverfahren ist und die Insolvenzverwalter dann für sehr lange Zeit, nämlich bis zu 10 Jahren rückwirkend, Geschäfte noch angreifen können. Das führt teilweise zu wirklich nicht nachvollziehbaren Situationen. Das ist ja auch ein so ein konkreter Fall, der in der Berichterstattung angesprochen ist. Wie gesagt, es gibt die Petition, es gibt aber vor allen Dingen auch den Auftrag oder die selbstgestellte Aufgabe im Koalitionsvertrag der Bundesregierung zu sagen, wir wollen in diesem Bereich gucken, was können wir tun, um einerseits natürlich den Problemen rund um Insolvenzen, Insolvenzverschleppung und dergleichen nicht Tür und Tor zu öffnen und auf der anderen Seite einen besseren Zustand für die Vertragspartner, die beispielsweise etwas liefern, Leistung erbringen, dafür bezahlt werden und dann plötzlich 8 Jahre später kommt ein Insolvenzverwalter daher und sagt, die Leistung ist zwar erbracht, aber das Geld will ich zurückhaben. Nun ist es so, dass das Bundesjustizministerium, was dafür zuständig ist, einen Referentenentwurf ziemlich taufrisch
dazu in die sogenannte Verbändeanhörung gebracht hat. Und dieser Referentenentwurf, der baut auf einem Eckpunktepapier aus dem letzten Winter auf. Und das geht genau in die Richtung dessen, was auch die Petition aus dem Erzgebirge der Kreishandwerkerschaft umfasst. Nämlich unter anderem diese 10-Jahres-Frist deutlich zu verkürzen, Rechtssicherheit früher zu schaffen. Da ist jetzt in Rede, dass es eine 4-Jahres-Rückwirkung nur noch geben soll. Und insbesondere eben auch den Punkt zu umfassen, dass für denjenigen, der dort etwas liefert, das ist ja meistens zuvor eine Dienstleistung erbringt, erkennbar sein muss, dass derjenige, dem er beliefert, in Zahlungsschwierigkeiten ist. Und da kann eben künftig, so ist zumindest jetzt die Vorstellung, nicht mehr ausreichen, dass irgendjemand mal nicht rechtzeitig eine Rechnung bezahlt hat, sondern da müssen handfestere Punkte vorliegen. Also wir sind da am Anfang des Gesetzgebungsverfahrens, was allerdings, glaube ich, auf Sicht, also in diesem Jahr, in die besagte Richtung zu Ende geführt werden sollte und damit viele der Probleme löst in der Praxis, hoffentlich. Das war jetzt hier schlecht zu verstehen. Ich wollte nachhaken, wenn es so Gesetzgebungsverfahren, habe ich bloß noch gehört, das zieht sich ja gewöhnlich eine gewisse Zeit lang. In welchen Zeitraum müsste man denn realistisch annehmen? Also ich glaube, dass das Justizministerium jetzt über den Sommer diese Verbändeanhörung wird durchführen und auswerten, sodass dann man schon unmittelbar nach dem Sommer zum Regierungsentwurf und damit dann perspektivisch zum Kabinettsbeschluss kommen könnte. Dann hat der Bundesrat seine Stellungnahme, sodass ich davon ausgehe, wenn alles gut läuft, haben wir das Thema im Herbst im Deutschen Bundestag und können dann auf Sicht, auch da wird es Anhörungen geben, aber so, ich sage mal, aufs Ende des Jahres möglicherweise zeitig im Jahr 2016 zu Potte kommen. Okay. Vielen Dank, Frau Haase, dann gebe ich gerade mal an Sie weiter. Was wäre Ihre erste Frage? Bei uns hat sich aus aktuellem Anlass hier eine Frage immer wieder herauskristallisiert. Und zwar, letzte Woche wurde bei der Freien Woche in Schönheit eine Hausdurchsuchung durchgeführt zum Bundeskartellamt. Wir sind da bundespolitische Sprecher auf, oder medienpolitische Sprecher auf Ihrer Fraktion. Wie sieht denn Ihre Reaktion auf so etwas aus? Ich weiß nicht, ob wir. Ich habe leider nicht wirklich viel verstanden. Nee, irgendwas. Irgendwo hakt es an der Verbindung. Mach erstmal weiter und wir probieren es dann gleich nochmal bei Ihnen. Okay. Okay, oder machen Sie gerade nochmal. Jetzt klang es gerade besser. Jetzt klang es gerade besser. Soll ich nochmal einen Versuch wagen? Ja, bitte. Also, der Hintergrund der Frage zieht darauf ab. Bei Wetter wurde laut Medienberichten letzte Woche vom Bundeskartellamt mit einer Hausdurchsuchung belegt. Hintergrund sind wohl angebliche Kartellabsprachen geworden. Absprachen im Bereich der Gebietsaufteilung von Anzeigenblättern. Ist diese Stellung schon zu Ihnen durchgedrungen? Wie reagieren Sie darauf als medienpolitischer Sprecher auch in der Politik? Ich habe es verstanden. Also, Herr Wanderwitz ist besserer Lippenleser als ich. Ja, wir sprechen ja auch sozusagen das, dieselbe sächsische Mundart. Ah, okay. Mir Spaß beiseite. Ich habe in der Tat davon noch nichts gehört, was gerade eben. Und deswegen würde ich mich da jetzt auch erstmal zurückhalten an dieser Stelle und erstmal mich schlau machen. Und dann ja, schauen wir mal, was sich so zu den Hintergründen bzw. daraus ergebend für eine Faktenlage ergibt. Aber wie gesagt, bis gerade eben noch nichts gehört, nichts gelesen in diese Richtung. Wir haben von Horst Krüger eine E-Mail bekommen, der schreibt, hallo, man liest von den Querelen im Förderverein Gedenkstätte Hoheneck. Welche Stellung beziehen Sie als Mitglied des erweiterten Vorstandes? Sieht sich die Politik hierbei nicht in der Pflicht? Fragezeichen. Wie geht es weiter? Welchen Stellenwert haben die ehemaligen Hoheneckerinnen für den Förderverein? Wann kommt die Gedenkstätte? Vielleicht kurz für die Leute, die damit nichts anfangen können, worum geht es bei dem Streit? Ja, Sie haben vielleicht an meiner Gestik gemerkt, das ist ein schwieriges Thema, über das man auch lange reden könnte und muss, und ich versuche es möglichst kurz zu machen. In Hoheneck, was ein Ortsteil von Stolberg ist, gab es lange Jahre, unter anderem eben auch zu Zeiten der ehemaligen DDR, einen ziemlich berüchtigten Knast, nämlich das Frauenzuchthaus, war insbesondere auch die sogenannten politischen Häftlinge zentral untergebracht worden.
wir, sage ich jetzt einfach mal, also sprich viele engagierte Leute, wollen dort eine Gedenkstätte etablieren. Das ist auch Zuständigkeitsbereich Kultur, weil Erinnerungskultur. Da gibt es einen Förderverein und dieser Förderverein hat leider in sich ein Problem, was in doch recht vielen Vereinen, glücklicherweise nicht in allen liegt, nämlich dass, wenn Menschen sich ehrenamtlich engagieren und sich einig sind über das Ziel, das leider noch nicht heißt, dass sie auch immer gut miteinander auskommen dabei. Sprich, es gab da einen Vorstand, es gab eine Mitgliederversammlung und es gab eine Neuwahl des Vorstands und jetzt ist der große Streit darüber ausgebrochen, ob denn dort alles mit rechten Dingen zugegangen ist, ob da Mitglieder abgestimmt haben, die nicht mehr Mitglied waren oder die noch nicht Mitglied waren. Ich habe Stichwort, wie engagiert sich Politik, sowohl dem alten als auch dem neuen Vorstand, so der neue denn rechtmäßig gewählt ist, angehört. Also sprich, ich bin dort Mitglied und habe auch meine Bereitschaft erklärt zu sagen, ich mache mit. Und wir hängen derzeit ziemlich in der Luft, was insbesondere deshalb ärgerlich ist, weil wir jetzt ziemlich dicht vor der Gedenkstätte stehen, weil es jetzt darum geht, dass Gelder fließen für Konzeptstudien, für nötige Anschaffungen. Und das klappt natürlich alles nicht, wenn man keinen handlungsfähigen Förderverein hat. Und das ist natürlich insbesondere auch für die Betroffenen, für die Opfer, für die ehemaligen Hoheneggerinnen selbst keine schöne Situation. Allerdings muss man sagen, dass leider auch in den verschiedenen Vereinen und Freundeskreisen der ehemaligen Hoheneggerinnen selbst es diese Streitigkeiten gibt und teilweise dort auch das Problem für den Streit innerhalb dieses Vereins liegt. Ich will nicht sagen, ich bin da ein Stück weit hoffnungslos, aber es ist eine ernste Lage und ich bin da auch sehr traurig darüber, wie manche der Mitglieder da agieren. Es gibt ganz viele Gesprächsrunden dieser Tage. Wir versuchen, sage ich mal, die Stadt beispielsweise, der Oberbürgermeister Schmidt aus Stolberg, meine ehemalige Landtagskollegin Uta Windisch, die sich als Pensionärin dort noch engagiert. Wir versuchen, die Kuh gemeinsam vom Eis zu holen, wie man so schön sagt. Aber es ist nicht einfach. Und darf ich da vielleicht aus dem Erzgebirge kurz einhaken? Ja, bitte, Herr Günther. Hoheneck begleitet mich, seitdem ich irgendwas mit Zeitungen zu tun habe, und das ist weit über 20 Jahre. Da sollte ein Hotel gebaut werden, da gab es diesen Vorschlag, jeden Vorschlag und so weiter und so fort. Dass da ein derart wichtiges politisches Denkmal eigentlich, wäre das nicht in irgendeiner Art und Weise möglich, das alles in der Hand des Bundes zu legen, damit diese Fördervereine, Vereine, lokale Bedenkenträger unter einem Dach in einer Bundesstiftung gesammelt werden, dass wir doch mal stringent vorgeht und zu dem Ergebnis kommt. Denn das Ergebnis wird seit 20 Jahren annonciert, passiert ist nichts. Naja, zum einen haben wir die Situation, dass auch nach der Friedlichen Revolution, dann natürlich nicht mehr mit politischen Häftlingen, Hoheneck noch eine gewisse Zeit lang als Haftanstalt genutzt wurde. Und in der Folge dann der Freistaat Sachsen das Objekt aufgegeben und an einen privaten Investor veräußert hat. Das war, glaube ich, das kann man so sagen, keine besonders glückliche Entscheidung. Dann kamen all diese Geschichten, da machen wir, ich sage jetzt mal, etwas flapsig, ein Abenteuerhotel, natürlich mit dem berechtigten Aufschrei der Hoheneggerinnen und auch der Bürgerinnen und Bürger. Und dann gab sich ein Fenster, dass der private Investor gesagt hat, also ich bin bereit, mich von dem Objekt wieder zu trennen. Und daraufhin ist die Stadt Stolberg eingetreten und hat das Objekt erworben und will jetzt auch weite Teile des Objektes einer anderweitigen, unproblematischen Nutzung zuführen und ist bereit zu sagen, einen Teil des Objekts nehmen wir zur Gedenkstätte bzw. zum Erhalt der authentischen Orte. Es ist so, dass die Stiftung Sächsische Gedenkstätten dort in die Finanzierung eintritt. Und es ist auch so, dass es zum Beispiel über die Stiftung Aufarbeitung, die eine Bundesstiftung ist, auch Unterstützung gibt. Der Bund selbst tut eine ganze Menge in diesem Bereich. Ich nenne mal so als Beispiel hier in Berlin die Gedenkstätte Berliner Mauer. Es gibt über das ganze Land verteilt viele solcher Einrichtungen. Und es gibt natürlich auch immer weitere Begehrlichkeiten. Und deswegen gilt seit einigen Jahren, ich sag mal so, ein Stoppschild an dieser Stelle im Sinne von irgendwo ist es mit direkter Zuständigkeit des Bundes
schwierig, dort noch neu was reinzuschieben. Wir haben jetzt geschafft, in dieser Legislaturperiode auch ein sächsisches Objekt Torgau, den ehemaligen Jugendwerkhof der DDR noch reinzuschieben. Herr Günther, ich gebe Ihnen recht, das wäre eine Lösung, aber wir haben im Grunde mit der Finanzierung über das gewählte Modell mit Sachsen vor allen Dingen, das ist das geringste der Probleme, was wir haben. Und die Stadt Stolberg als Eigentümer ist auch, also die Hand ist eigentlich schon die richtige, glaube ich. Naja, aber also wenn was, wenn ich das Frauengefängnis in Hudeck werde prädestinieren, mit einem derartigen Symbolik, da kommt es Film und. Ja. Ja, völlig klar. Das war das zentrale Frauengefängnis. Torgau war beispielsweise der zentrale Jugendwerkhof. Wir haben noch den Kassberg beispielsweise in Chemnitz. Das war das zentrale Abschiebegefängnis für die freigekauften Häftlinge. Also ich sage mal, derer Alleinstellungsmerkmale gibt es natürlich einige. Gleichwohl, ich will das überhaupt nicht kleinreden. Man hätte da beispielsweise Anfang, Mitte der 90er Jahre ganz andere Entscheidungen treffen können. Man hätte auch beispielsweise eine größere Gedenkstättenlösung treffen können. Ja. Nur das sind Züge, die vor vielen Jahren schon nicht abgefahren sind. Und deswegen glaube ich, wir sind im Grunde genommen auf einem guten Weg, jetzt eine etwas kleinere, aber vernünftige Lösung zu machen, wenn es nur eben in diesem Verein wieder zur Ruhe kommt, beziehungsweise alternativ muss man eben sagen, das ist auch eine Lösung. Es gibt auch Modelle, so eine Gedenkstätte zu betreiben, ohne dass es einen Förderverein gibt. Mhm. Okay. Ich möchte an der Stelle nochmal Frau Hase mit ins Gespräch holen. Haben Sie denn noch eine Frage, Ihre Leser beschäftigt? Ja, das habe ich allerdings. Und zwar ist ja Anfang des Monats gewählt worden im Landtag TV. Die Wahlbeteiligung war ja mehr als schockierend und weniger als 40% der Menschen sind zur Wahl gegangen. Wie reagiert man als Politiker auf so eine Wahlbeteiligung? Das ist ja fast ein Armutszeugnis für die Demokratie. Sie haben Frau Hase. Ich habe alles verstanden. Dann können Sie vielleicht noch mal mir helfen und Herr Hage noch mal kurz zusammenfassen. Es tut mir wirklich leid. Die Verbindung ist einfach ja, ja. Kein Problem. Also wir hatten am vorvergangenen Wochenende in Sachsen Bürgermeister- und Landratswahlen, also Kommunalwahlen, was die hauptamtlichen Mandatsträger betrifft, nicht die Kommunalparlamente, und hatten leider nun zum wiederholten Male alles andere als eine gute Wahlbeteiligung. Sie lag so, je nachdem, wie die Kommune war, wie der Landkreis war, bei teilweise 30% Werten, 40 im Schnitt so ungefähr. In manchen Gemeinden ging es dann hoch bis auf 50, teilweise bis auf 60, aber im Großen und Ganzen war sie eben nicht besonders hoch. Und das ist ja auch ein Dauerthema irgendwo, das Thema, warum gehen nicht alle Menschen oder anders formuliert so wenige Menschen zu Wahlen. Wir haben ja bei Bundestagswahlen immer noch relativ die höchsten Wahlbeteiligungen. Bei der letzten Bundestagswahl waren wir in der Nähe der 70, bei der Wahl davor waren wir über 70. Wir haben natürlich zu Bundestagswahlen, auch zu Landtagswahlen eine ganz andere grundlegende Politisierung. Die Medien, die überregionalen Medien berichten ganz anders. Während natürlich die Kommunalwahlen im Grunde genommen, obwohl diejenigen, die zur Wahl stehen und die Parteien da Wahlkampf machen, ganz anders sich niederschlagen. Bis zum gewissen Punkt, das ist zumindest das, was ich auch im Gespräch mit denjenigen, die da zur Wahl stehen, mit Bürgermeistern, mit Landräten und auch mit Kollegen spüre, hören wir natürlich immer wieder in uns hinein, so nach dem Motto, was machen wir denn falsch? Und sind aber auch ein Stück weit ratlos. Im Sinne von, die allermeisten, die in der Politik tätig sind, sei es nun als Bürgermeister, als Abgeordneter, sind, glaube ich, relativ fleißig, versuchen so viel wie irgend geht, für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein, so transparent als irgend möglich Prozesse zu gestalten. Und am Ende des Tages hat man dann wieder 40% Wahlergebnis. Das ist also keine befriedigende Situation, auf die es mit Sicherheit keine einfache Lösung gibt. Was es allerdings gibt, und das finde ich eine gute Initiative, ist, dass die Generalsekretäre der Parteien, der größeren Parteien aus dem unzweifelhaft demokratischen Spektrum just in diesen Tagen, und das läuft schon seit einigen Wochen, einen größeren Aufschlag in diesem Bereich unternehmen wollen. Zu sagen, lasst uns einfach mal alles denken, was dazu beitragen kann, dass die Wahlbeteiligung besser wird. Und dazu gehört ein Stück weit auch zu verstehen, warum es so ist, wie es ist. Der alte Streit, war das Wetter zu gut, war das Wetter zu schlecht? Sind die Leute zu frustriert oder sagen sie, es läuft schon und wenn mein Nachbar wählen geht, reicht es ja auch?
sodass jetzt also die Generale dort gesagt haben, sie wollen vor allen Dingen auch erstmal in der ersten Stufe noch ein bisschen in die Tiefe gehen und auch mit wissenschaftlicher Begleitung. Aber das ist ein Thema für uns Politiker, das ist nicht befriedigend. Wir nehmen das auch persönlich im Sinne von, es betrifft uns ja direkt. Und wir wollen Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sein. Also das nicht einfach wegwischen, sondern sagen, lasst uns drüber sprechen, wie kann es besser werden. Darf ich da nochmal nachfragen? Ja, gerne. Wie beurteilen wir jetzt die Ergebnisse der eigenen Partei für die CDU im Landkreis? Professor Scheurer ist ja wieder gewählt worden, mit großer Mehrheit, oder zumindest ziemlich deutlich. In Limbach hingegen haben sie ein Oberbürgermeisteramt verloren, als Partei auch in Lichtenstein konnte die CDU nicht mehr gewinnen. Was bedeutet das für Ihre Partei? Ja, wir haben in Sachsen im Grunde genommen, wenn man sich die Landeskarte anschaut, Dresden ist ja noch eine Stichwahl, die ansteht, da wollen wir mal schauen, wie die ausgeht, oder jetzt eine Neuwahl, ist keine Stichwahl, sondern sind alle Kandidaten wieder im Rennen, so sie wollen, so ist unser Landeswahlrecht, haben wir die Situation, dass in zwei Städten, nämlich in Leipzig und Chemnitz, es SPD-Oberbürgermeister gibt, zwei kreisfreien Städten und in allen 10 Landkreisen die Union wie bisher die Landräte stellt, alle im ersten Wahlgang gewählt worden sind, 3 davon waren neue Kandidaten. Also die sächsische Karte sieht, wenn man diese vor sich hinlegt, auf dieser Ebene ziemlich schwarz aus, was erfreulich ist für einen Schwarzen. In den Städten darunter sieht es teilweise nicht so ganz erfreulich aus. Und das, was Frau Hase aus dem Landkreis Zwickau schildert, wo ich CDU-Kreisvorsitzender bin, kann man genauso gut auf den Erzgebirgskreis übertragen, wo man dann beispielsweise sich so Städte wie Marienberg anschaut. Das kann man auch Mittelsachsen übertragen, wo man sich beispielsweise die Kreisstadt Freiberg anschaut. Es ist auch für uns als diejenige Partei, die traditionell in Sachsen gute Wahlergebnisse hat, nicht einfach, unsere Kandidatenangebote zu vermitteln. Und die angesprochene Stadt Limbach-Oberfrohnau, was die zweitgrößte Stadt des Landkreises Zwickau ist, in der wir seit 25 Jahren den Oberbürgermeister gestellt haben, immer den gleichen, der nun aber in Pension gehen musste, weil er die Altersgrenze erreicht hat, die hätten wir natürlich gern weiterhin mit dem CDU-Oberbürgermeister besetzt. Wir hatten auch einen guten Kandidaten. Wir haben dort, glaube ich, gute Arbeit gemacht. Gleichwohl haben wir die Wahl sehr knapp verloren und das tut weh. Und das werden wir auch weiter analysieren. Nur ändern können wir es nicht mehr, weil der neue Oberbürgermeister ist nur für die nächsten 7 Jahre gewählt und wir werden miteinander versuchen müssen auszukommen und für die Stadt möglichst weiterhin eine vernünftige Kommunalpolitik zu machen. Und da muss man dann auch damit leben, dass eben nicht immer nur Sonnenschein ist. Ist das eigentlich so ein Thema, das kann man derzeit öfter lesen, dass die Union sich schwer tut in den Städten, also auf dem Land sind sie vergleichsweise noch, werden sie häufig gewählt, in den Städten sieht das schwieriger aus, diskutieren Sie das mit Ihren Kollegen? Na, das ist ja natürlich vor allen Dingen ein Großstadtphänomen. Also ich sag mal, in Dresden sieht es ja nun alles andere als gut aus, im Sinne von der Unionskandidat ist dort im zweiten Wahlgang nicht mehr, tritt nicht mehr an, im Sinne von auch diese Stadt ist also für uns jedenfalls, was den Oberbürgermeister betrifft, verloren und damit die letzte Landeshauptstadt und die letzte echte Großstadt in Deutschland. Aber es ist in der Tat ein Phänomen, was sich mittlerweile auch in die Mittelstädte hineinzieht. Nicht in alle, aber doch, man braucht das nicht schön zu reden. Die Union ist im ländlichen Bereich stärker als in den Städten und das ist bis zum gewissen Punkt sicherlich auch in der inhaltlichen Positionierung geschuldet und wir werden als Volkspartei dort weiterhin miteinander ringen müssen, weil natürlich die Themen, die in den Städten einen mehrheitsfähig machen, auf dem Land eben eher nicht mehrheitsfähig sind und dort abzubilden sozusagen, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, dass eben der CDU-Landesverband Berlin und der Landesverband Sachsen dort auch unterschiedliche Positionen für ihre jeweilige Region haben können. Das ist eben die Schwierigkeit, weil gewisse Gesetze gelten eben für ganz Deutschland. Und wenn wir die dann im Bundestag machen, dann müssen wir irgendwie zueinander kommen, weil da kann jeder abstimmen, wie er will. Dann wird es im Zweifel nichts. Gibt's ja, aber wird das im Bund diskutiert? Also diskutieren Sie das in der Fraktion? Ja, es gibt einerseits in der Fraktion natürlich regelmäßig nach jeder Wahl die Debatten. Es gibt beispielsweise innerhalb der Bundespartei einen Gesprächskreis für die großen Städte und damit für diese Problemlage, für diese Themenlage. Der Kai Wegner hier, der Generalsekretär der Berliner CDU, Bundestagskollege, leitet den und da wird schon intensiv diskutiert. Herr Günther,
Wollen Sie weitermachen mit einer Frage? Ja, ich habe doch eine Frage an die Frage, doch, wie war es jetzt? Sie ziehen Menschen, da geht es uns um die Geschlossenheit. Weil viele das Vertrauen von den eigenen scheint sich jedenfalls so darzustellen, Griechenland wird also gesagt, zumindest ist das ein standisches Gut, ist hier. Es wird kein weiterer, dann wird es doch kein weiteres Geld. Geschickt ist, wird dann doch wieder rum. Das zeugt natürlich immer ab, zeugt Misstrauen. Da gab es einige Anfragen dazu von Lesern des Wochenspiegel, die in diese Richtung gehen. Also ich habe Politikverdrossenheit verstanden. Ich hab die Stichworte Politikverdrossenheit, Griechenland und Geld verstanden und kann mir schon ungefähr so den Fragenkreis zusammenreimen. Weil dieser Fragenkreis natürlich seit Monaten bzw. Jahren die Menschen beschäftigt, mal mehr, mal weniger, im Sinne von, jetzt sind wir beispielsweise wieder in einer dieser Phasen, wo es wieder spannend in Anführungsstrichen wird, im Sinne von, da läuft wieder eine Frist ab, innerhalb derer etwas passieren muss, beziehungsweise wenn nichts passiert, dann gibt es verschiedene Szenarien, was dann passiert. Wir haben jetzt mittlerweile rund 5 Jahre die Situation der sogenannten Euro-Krise, die ja im Grunde genommen keine Krise der Währung ist, sondern eine Krise von Staaten, nämlich eine Staatsschuldenkrise. Einige der Länder, die betroffen sind, haben die Hausaufgaben, die sich daraus ergeben, nämlich zu versuchen, diese Verschuldung zurückzuführen, vor allen Dingen erstmal keine neuen Schulden zu machen, besser gemacht und andere schlechter. Wir selbst haben da in Deutschland auch nicht frei von Problemen. Also ich sage mal etwas spitz, das deutsche Griechenland heißt Bremen. Und es gibt positive Beispiele, wie beispielsweise Irland, wie beispielsweise auch Spanien und Portugal. Und es gibt ein nach wie vor vorrangiges Negativbeispiel, nämlich Griechenland, wo wir sagen, wir sind dort sicherlich ein Stück gekommen, aber eben noch nicht, bei weitem nicht dahin, dass man sagen könnte, die Problematik wäre gelöst. Es gab in Griechenland Wahlen und das ist dort jetzt eine Koalition an die Regierung gekommen, die es alles andere als leicht macht, die weiteren Lösungen voranzutreiben. Und derzeit laufen intensive Verhandlungen. Wir haben beispielsweise morgen früh wieder eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zu unter anderem diesem Thema. Wir haben es in der Fraktion am Dienstag diskutiert. Man hat ständig neue Sachstände und kann im Grunde genommen überhaupt nicht seriös sagen, wie wird denn am Monatsende, wenn jetzt also mal wieder Fristablauf ist, es aussehen. Klar ist eins, wir versuchen, den Euro, die Euro-Länder zusammenzuhalten, haben dafür ziemlich hartes Gerüst an nötigen Veränderungen in den betroffenen Ländern aufgestellt. Und wenn diese Veränderungen nicht zustande kommen, dann wird irgendwann potenziell auch der Punkt sein, wo man eben sagen muss, man hat es versucht und muss den Versuch für gescheitert erklären. Die Zeit hat im Zweifel für uns gearbeitet, im Sinne von, es kommt jetzt nicht unvorbereitet. Die Finanzmärkte werden nicht kalt erwischt, die Brandmauern sind gezogen, die Ansteckungseffekte sind viel kleiner, als sie vor 5 Jahren gewesen wären. Und es droht also jetzt nicht sozusagen, dass Italien, Spanien oder andere sofort in eine weitere Schieflage geraten und irgendeine Kettenreaktion ausgelöst wird. Also ich glaube, der Punkt ist erreicht, wo man sagen könnte, man könnte auch den Euro-Ausstieg Griechenlands tun. Das wäre für Griechenland eine Katastrophe. Das wissen die Politiker, die dort regieren. Den Menschen sagen sie teilweise was anderes. Aber es ist für uns auf jeden Fall immer noch nicht die erstrebenswerte Lösung. Gleichwohl kann ich mir derzeit nicht vorstellen, dass es frisches, zusätzliches Geld gibt, solange diese Regierung sich so verhält, wie sie sich verhält. Ich will nochmal an der Stelle ein bisschen nachbohren. Anfang der Woche konnten wir in den Zeitungen lesen, dass Ihr Kollege Herr Bosbach gesagt hat, wenn da jetzt in Zukunft noch größere Summen Richtung Griechenland überwiesen werden, dann, also er will gar nicht mitstimmen und überlegt dann auch, sein Mandat niederzulegen. Auf der anderen Seite gibt es die Kanzlerin, die offensichtlich momentan noch versucht, alles unternimmt, dass man noch zu einer vernünftigen Lösung kommt. Sie, Herr Wanderwitz, wo stehen Sie da zwischen beiden?
Ja, also ich sage mal so, ich tue mir zunehmend schwer, wie viele Kolleginnen und Kollegen. Also ich sage mal so, mit wehenden Fahnen war da natürlich von Anfang an keiner dabei. Wenn du deutsches Steuergeld in die Auslage bringen musst und seines Bürgschaften, seines rückzahlbare Kredite, es ist im Feuer und im schlimmsten Falle ist es natürlich auch weg und das musst du dann den deutschen Steuerzahlern natürlich erklären, dass es so ist. Der Wolfgang Bosbach ist ein Kollege, den ich sehr schätze, hat mich auch beispielsweise mal in meinem Wahlkreis besucht, war ja, bevor Innenausschussvorsitzender geworden ist, unser Sprecher für Innenpolitik, war mal in Ösnitz, haben über innere Sicherheit eine schöne Veranstaltung gemacht. Der Wolfgang Bosbach hat bei diesem Thema seit vielen Monaten nun eine Position, die innerhalb der Unionsfraktion nie mehrheitsfähig war. Und ihn beschwert es sehr. Für ihn ist das ein sehr wichtiges Thema und ich habe auch jetzt seine letzten Stellungnahmen gelesen. Er muss für sich selbst am Ende des Tages Entscheidungen treffen, so wie wir alle. Und Politik ist immer, und das ist vielleicht das, was ich an der Stelle einfach auch mal so aussenden will, Politik ist immer sehr komplex. Unter anderem hängen auch Sachentscheidungen miteinander zusammen. Und unter anderem können manchmal auch Sachentscheidungen mit Regierungsfähigkeitsfragen zusammenfallen. Deswegen gibt es zum Beispiel das Instrument der Vertrauensfrage in unserer Verfassung. Sprich, wenn irgendwann, können wir uns entsinnen, bei Gerhard Schröder gab es das beispielsweise mal, ein Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin an einer Fachfrage möglicherweise befürchtet, ohne Mehrheit dazustehen, dann wird sie oder er die Abgeordneten des Deutschen Bundestages fragen und vor allen Dingen die eigene Koalition, die eigene Fraktion, wollt ihr an dieser Fachfrage diese Regierung scheitern lassen oder nicht? Und dann wird die Entscheidung wesentlich komplexer, als wenn sie nur die Fachfrage betrifft. Sehen Sie denn das in Griechenland? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich diese Kugel hätte, dann würde vieles leichter fallen. Es ist überhaupt nicht absehbar, ob da viel Bluff dabei ist, ob da viel Naivität und Unbedarftheit dabei ist, ob da ein Konzept dahinter steht. Mein Eindruck ist, dass diese gar nicht mehr ganz so neue griechische Regierung sich massiv im Kreis dreht und damit wir uns alle bei den Verhandlungen im Kreis drehen und uns läuft ganz massiv die Zeit weg, weil einerseits wir schon einmal ein bestehendes Programm verlängert haben, aber die Griechen seit geraumer Zeit nicht sich aus den Programmen finanzieren können und damit im Grunde genommen, so genau weiß es ja keiner, kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stehen. Und die Sorge wächst, dass sowas wie ein Unfall passiert, also sprich, dass das Ganze aus Versehen passiert. Und dann wird es natürlich nochmal ein Stück weit komplizierter, als wenn man das Ganze geordnet über die Bühne kriegt, beispielsweise eben die griechische Regierung sagen würde, okay, wir sind soweit, wir steigen aus, könnte man das Ganze ja noch in einer geordneten Art und Weise tun. Wenn das Ganze so als Betriebsunfall passiert, dann sind die Gefahren wieder größer. Aber ganz klar, Antwort, niemand von uns, bis auf einige wenige, die zu den traditionellen Kritikern gehören, aber niemand von uns will sich derzeit seriös festlegen, was ist in 2 Wochen, was ist in 3 Wochen, wie wirst du dann abstimmen, weil einfach keiner weiß, wie wird in 2, 3 Wochen ein Verhandlungsstand sein. Weil faktisch alle 3 Tage sich die Dinge ändern und dann am Ende, wenn es einen Verhandlungsstand gibt, natürlich auch noch die entscheidende Frage ist, behaupten kann man viel, die Griechen müssen natürlich auch liefern, also sprich, da müssen Parlamentsbeschlüsse her, beispielsweise, wenn wir über solche Dinge wie Rentenreformen reden und nicht nur eine Willenserklärung eines Ministerpräsidenten. Die hat der letzte auch gegeben, passiert ist nichts. Ich brauche es natürlich, machen es Fristen denn dann Sinn, wenn alle 3 Tage was Neues passiert und dann gibt es wieder eine Frist und wieder eine Frist. Also das verstehen die Menschen hier nicht. Wir haben bisher einmal Frist verlängert, jetzt aber ich bin da total bei Ihnen. Also dieses, wir machen jetzt regelmäßige Fristverlängerungen, das nützt natürlich keinem etwas. Aber Fristabläufe haben auch insbesondere in der Politik immer den unangenehmen Nebeneffekt, dass eben sozusagen bis zur letzten Minute der Frist jede Seite versucht, für sich das Maximum herauszuholen. Und derzeit wird da halt viel umeinander herum verhandelt. Das Ärgerliche daran ist, dass es, ich sage jetzt mal, unser aller Geld in Europa betrifft. Und vor allen Dingen, ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet, die eigentliche potenzielle Katastrophe betrifft die Griechinnen und die Griechen.
Denn für die kann das Szenario sein, sie haben am Ende des Tages, wenn sie morgens wieder aufstehen, eine neue Währung, die keinen inneren Wert hat. Sie haben gerade eine Pleite produziert, ihnen wird niemand etwas leihen. Und dann werden solche Dinge wie, gibt es jetzt beispielsweise eine Rentenkürzung in Griechenland, muss man sich im öffentlichen Gesundheitssektor einschränken, ganz andere Szenarien plötzlich produzieren. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo man sagen kann, das kann uns nicht völlig kalt lassen als Europäer. Frau Haase, die Leserinnen und Leser vom Wochenendspiegel, was treibt die noch um? Ein großes Thema bei uns ist natürlich immer der Faktoring. Die ist ja bei der Wanderwitzer selbst sehr engagiert in diesem Bereich. Vor einigen Jahren war ja das ja kurz davor, dass der Faktoring nicht mehr als Ausbildungsoffer-Rennen aktiv sein wird. Im Moment sieht es ja ganz gut aus, wie sind die denn selbst geblieben in den letzten Jahren und was ist vielleicht auch für die kommenden Jahre noch geplant? Also ich habe die Frage jetzt am Ende verstanden. Einzig die Einführung vorweg, die habe ich nicht, die habe auch ich diesmal nicht gehört. Ja, probieren wir es gerade nochmal. Das Thema ist Faktoring. Ja, also habe ich doch recht. Das Thema ja auf jeden Fall, glaube ich, vor kurzem Jahr oder vor einigen Jahren ja noch die Gefahr, dass es dann abwandert. Ja. Jetzt scheint es ja ganz gefestigt zu sein. Wie beurteilen Sie da die aktuelle Situation und auch was tut man, um das auch zukunftsfähig zu halten? Abwanderung Sachsenring, stimmt es? Ja, hoffentlich nicht. Also Spaß beiseite, wir haben auf Flur der Städte Oberlungwitz und Hohenstein-Ernsthal den Sachsenring, eine traditionsreiche Rennstrecke. Hm. Und auf dem findet der Deutsche Motorrad Grand Prix statt. Jetzt wieder in Bälde Anfang Juli. Für alle, die noch keine Karten gekauft haben, jetzt ist eine gute Gelegenheit, ein bisschen Werbung zu machen. Denn daran hängt es, ob wir künftig werden als kommunale GmbH den Grand Prix weiter veranstalten können, ob es uns gelingt, das, was den Sachsenring immer ausgemacht hat, nämlich die vielen Zuschauer zu haben. Wir haben noch einen Vertrag bis einschließlich nächstes Jahr. Es war ein 5-Jahres-Vertrag, der seinerzeit abgeschlossen worden ist, als die Veranstaltereigenschaft vom ADAC Sachsen auf uns als SRM GmbH übergegangen ist. Die Rechte liegen bei einer spanischen Gesellschaft, die der Promoter der Serie ist, bei der Dorna. Und derzeit laufen intensive Verhandlungen, den Vertrag zu verlängern. Wir sind da guter Dinge. Wir haben mittlerweile auch, wie man so schön neudeutsch sagt, den Break-Even geschafft. Also sprich, wir haben jetzt es mittlerweile nach gewissen Anlaufschwierigkeiten geschafft, die Veranstaltung mit schwarzen Zahlen abzuschließen. Und der Freistaat Sachsen hat erfreulicherweise in seinem Doppelhaushalt für nächstes Jahr auch Geld für eine nötige Deckensanierung eingestellt. Also sprich, auch an dieser Stelle, was Investitionen betrifft, ist im Grunde alles gut. Wir hatten zwischenzeitlich mal größere Schwierigkeiten rund um das Thema, ist das möglicherweise ein beihilferechtliches Problem bei der Europäischen Union? Einer der Mitbewerber hatte uns dort freundlicherweise mal, ich sage jetzt mal etwas flapsig, angezeigt in Brüssel. Aber im Grunde genommen sind die großen Probleme eigentlich nicht die Probleme der Gegenwart und wir sind sehr optimistisch. Heißt nicht, dass nicht diejenigen, die dort vor Ort das Gros der Arbeit machen, wie beispielsweise Wolfgang Streubel, unser Geschäftsführer und seine Mitarbeiter, dort nicht täglich viele kleine Probleme zu lösen hatten. Aber die Botschaft lautet, es sieht momentan doch recht gut aus. Wir haben in der Kombination aus der ADAC Deutschland mit Sitz in München, ist der Vertragspartner der Dorna. Wir sind der Ausrichter und die örtlichen Motorsportclubs im ADAC Sachsen machen die sportliche Ausrichtung. Da haben wir eigentlich ein ganz gutes Paket gefunden. Ich schaue gerade so ein bisschen auf die Uhr. Wir müssen uns ein bisschen sputen, aber ich habe noch zwei Fragen, die ich gerne loswerden möchte. Dann stellen Sie doch mal im Stück, dann muss ich kürzer antworten. Naja, die passen nicht ganz zusammen, aber vielleicht bei der ersten weiß ich gar nicht, ob Sie was dazu sagen können. Mir sagt das gar nichts. Von Ulrich Kircheis. Wann helfen Sie endlich einem schwer erkrankten Feuerwehrmann? Die Petition läuft schon seit 2004 in Dresden und Berlin. Altersrente 777 Euro zum Leben, zu wenig, zum Sterben zu viel. Ist der Fall Ihnen bekannt?
Ich sage jetzt mal natürlich nicht im Sinne von, es wäre fast ein kleines Wunder, wenn es anders wäre, weil es ein konkreter Einzelfall ist, der eben noch nicht auf meinem Tisch lag. Insofern würde ich einfach darum bitten, mir vielleicht ein bisschen mehr zu geben. Petitionen haben Nummern, es gibt einen Namen dazu. Also da würde ich die Bitte aussenden, einfach mir mal eine E-Mail zu schreiben mit ein bisschen mehr Informationen, und dann würde ich mich gern konkret im Einzelfall kümmern. Mein erzgebirgischer Kollege Günter Baumann ist unser Sprecher im Petitionsausschuss, der ist da noch ein Stück näher dran als ich, also auch er wäre ein geeigneter Adressat, aber da müssen wir einfach mal konkret über den Fall sprechen. Also dann an der Stelle Hinweis an Herrn Kircheis, schreiben Sie die E-Mail marco.wanderwitz@bundestag.de, ganz einfach. Genau, und Herr Wanderwitz wird das gegebenenfalls auch an den Kollegen weiterleiten, der sich da vielleicht etwas besser oder schon länger mit beschäftigt. Dann noch eine Frage von Ruiz, und zwar zum Thema Vorratsdatenspeicherung, ein Thema, was vor allem unsere Leserinnen und Leser zurzeit umtreibt. Sehr geehrter Herr Wanderwitz, mit der Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung werden künftig wohl auch die Daten von Journalisten, Anwälten, Kindern und Jugendlichen erfasst und anderslos gespeichert. Wie rechtfertigen Sie, dass damit jeder Bürger zum potenziellen Verdächtigen wird? Wie können Sie verhindern, dass von künftigen Regierungen die Hürden zur Verwendung der Daten nicht weiter aufgeweicht werden? Danke für Ihre Antwort. So viel zum Thema Frage, die eine kurze Antwort möglich macht. Ja. Ich beginne mal damit, dass ich schon ein bisschen gebranntes Kind bin in diesem Bereich. Im Sinne von, ich habe mir da schon mal einen veritablen kleinen Shitstorm eingefangen mit meiner Position zur Vorratsdatenspeicherung vor einiger Zeit. Ich bin nämlich grundsätzlich dafür, eine solche zu haben. Allerdings eben mindestens in den strengen Einschränkungen, die uns einerseits der Europäische Gerichtshof, andererseits das Bundesverfassungsgericht gegeben haben. Wir haben, um vielleicht die letzte Frage, den zweiten Teil der Frage zuerst zu beantworten, die Gesetze macht in der Bundesrepublik Deutschland nicht die Bundesregierung, sondern der Deutsche Bundestag, der ist der Gesetzgeber. Also kurz gesagt, wenn es darum geht, ob irgendwann sich mal etwas verschärft, ob irgendwann etwas in die Richtung sich noch erweitert, dann wäre wieder der Deutsche Bundestag derjenige, der zuständig ist. Da ist natürlich, weiß man nie, wie dieser Bundestag oder ein anderer Bundestag dann möglicherweise so eine Sache rechtfertigt, aber es muss Mehrheiten im Deutschen Bundestag für eine Gesetzesänderung geben. Zur Sache Vorratsdatenspeicherung an sich, die ist umstritten, absolut. Wir haben die Situation, dass es im Bereich der Verbrechensbekämpfung, und ich sage ganz bewusst Verbrechensbekämpfung, weil wir reden dort über solche Dinge beispielsweise wie Sexualstraftaten, wir reden dort über organisierte Kriminalität, wir reden dort über Menschenhandel, wir reden dort über Drogen. Die Situation, dass das Instrument der Vorratsdatenspeicherung ein Ermittlungsinstrument ist, für das es keinen adäquaten Ersatz gibt. Man hat es entweder oder man hat es nicht. Man kann beispielsweise schauen im Nachgang, war dieses oder jenes Handy in einer Funkzelle eines Tatorts eingeloggt oder war es das nicht? Hat Herr A. mit Frau B. zu diesem Zeitpunkt im Datenaustausch gestanden oder hat er es nicht? Es gab mal ein Modell beispielsweise, das war Leuthäuser-Schnarrenberger, die vormalige Justizministerin eingeführt hat, den sogenannten Quick Freeze. Also sprich, in dem Moment, wo man einen begründeten Verdacht hat, kann man auf den symbolischen Knopf drücken, friert dann die Daten ein, aber dann hat man nur die Daten des Moments und eben nicht die Daten, die einige Zeit zurückliegen. Deswegen ist die Union immer schon pro Vorratsdatenspeicherung, wie gesagt, in engen Grenzen, weil wir unter anderem nicht über Gesprächsinhalte reden, sondern eben nur über Metadaten. Und es ist zwar eine anlasslose Speicherung, völlig klar, und das ist auch das, was vielen Leuten Unbehagen bereitet, so nach dem Motto, da findet eine Kriminalisierung in Generalverdacht statt. Aber viel entscheidender ist doch, wenn wir jetzt einfach mal vielleicht vorausschicken, dass ich es für sehr vernünftig halte, in einem demokratischen Rechtsstaat, der parlamentarisch kontrolliert ist, mehr Vertrauen zu schenken als beispielsweise einem großen amerikanischen Internetkonzern, dann ist doch die entscheidende Frage die, wie kann mit diesen Daten umgegangen werden? Wie können auf diese Daten beispielsweise zugegriffen werden durch Ermittlungsbehörden? Und da haben wir die Situation, das ist zumindest das, was Minister Maas vorgelegt hat und was auch vernünftig ist und was auch nie anders in Rede stand, dass das natürlich unter Richtervorbehalt steht, im konkreten Einzelfall. Dass es natürlich beispielsweise besondere Schutzrechte dort für Berufsgeheimnisträger wie Anwälte beispielsweise gibt. Ich glaube, wenn wir uns dieses Instrument in Gänze nehmen, lassen wir zu, dass
gewisse Straftaten wahrscheinlich weniger aufgeklärt werden. Sie sind dann trotzdem passiert, völlig klar. Wir werden sie eher nicht verhindern können, wobei auch da kann es eine Folgestraftat geben. Aber ich glaube, so empfinde ich zumindest meine Aufgabe, dieses Instrument brauchen die Strafverfolgungsbehörden, um Verbrechen aufklären zu können. Und deswegen bin ich in engen Grenzen grundsätzlich dafür. Hm. Wir haben es immer wieder, also Kritiker würden jetzt wahrscheinlich entgegen und sagen, okay, ich glaube, Frankreich hat eine Vorratsdatenspeicherung, das sind die Statistiken gar nicht so, so überraschend gut, was die Aufklärung betrifft. Diskutieren Sie mit Kollegen so an konkreten Fällen, wo Polizistinnen und Polizisten Ihnen sagen, da hätten wir die gebraucht? Oder wir diskutieren natürlich konkret. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Studien, es gibt unterschiedliche Statistiken, es gibt beispielsweise die Aussagen, das, was uns das beispielsweise das Bundeskriminalamt vorlegt, was uns beispielsweise die in diesem Bereich tätigen Gewerkschaften vorlegen. Und ich will es einmal so formulieren. Natürlich immer unter der Voraussetzung, die Eingriffstiefe ist nicht höher als das, was jetzt in Vorlage ist. Und wenn es wenige Fälle im Jahr sind, wo es uns gelingt, schwerste Straftaten aufzuklären und damit einerseits die Täter einer Bestrafung zuzuführen und andererseits künftige Straftaten zu verhindern, dann ist mir das diese Vorratsdatenspeicherung wert. Herr Banamitz, Sie haben es eben gesagt, wir könnten wahrscheinlich noch länger darüber diskutieren. Wir müssen leider schließen, wir haben schon überzogen. Ich möchte mich an der Stelle aber nochmal bei meinen Kolleginnen und Kollegen bedanken, an Frau Hase und Herrn Günther. Schön, dass Sie dabei waren. Leider hat uns die Technik zwischendurch das ein bisschen schwer gemacht, aber ich glaube, wir haben es trotzdem ganz gut hinbekommen. Also vielen Dank zu Ihnen in der jeweiligen Redaktion und natürlich ganz besonderen Dank, Herr Banamitz, dass Sie hier gewesen sind, dass Sie die Zeit genommen haben. Ich hoffe, es Ihnen hat enorm ein bisschen Spaß gemacht. Ich glaube, es war ein spannender Rundflug zwischen regionalen Themen und großer Bundespolitik. Ich will mich auch herzlich bedanken für Ihr Angebot, was ich gern angenommen habe. Auch für das Mitmachen von Frau Hase und Herrn Günther, weil ich einfach es als weiteres Instrument sehe, mit dem wir in dem vorhin zu Recht angesprochenen Thema, wie kann man denn die Bürgerinnen und Bürger besser erreichen, einen weiteren Baustein einsetzen. Insofern herzlich gern und ja, Spaß gemacht hat es auch. Ja, und ich muss nochmal betonen, ohne die Fähigkeiten, Lippen zu lesen und mit schlechtem Ton die Sätze trotzdem noch richtig herauszuinterpretieren. Also ich wäre aufgeschmissen gewesen, deswegen hat am Ende dann trotzdem noch prima. Da hilft natürlich nur eins, Sie müssen mal Urlaub im schönen Erzgebirge und seinem Vorland machen, da können Sie dann auch die Einheimischen besser verstehen. Okay, das nehme ich auf jeden Fall mit aus diesem Hangout. Ja, ich bedanke mich herzlich auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und wenn Sie das spannend fanden, dann checken Sie doch unsere Seite www.digitale-bürgersprechstunde.de. Dort gibt es alle künftigen Termine und ich freue mich natürlich über jeden, der dann wieder einschaltet. Tschüss.